Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Libori TV im Advent 2021. Heute vom Jugendhaus Hadehausen, das ist bei Warburg. Das im 12. Jahrhundert gegründete ehemalige Kloster, das dient heute als Jugendbildungsstätte des Erzbistums Paderborn. Hier finden Ferienfreizeiten statt, Festivals und natürlich auch Gottesdienste. Glauben, Leben und Erleben, das ist hier an der Tagesordnung. Jetzt in der Adventszeit, da wird es ja draußen schneller wieder dunkel und auch so ein bisschen kalt. Und da kann man sich's besser drinnen richtig gemütlich machen. Und jetzt ist auch wieder die Zeit, wo Kirche und Kuchen eng beieinander sind. Pastor Tobias Hasselmeier, der ist eigentlich gelernter Konditor. Und er nimmt uns deshalb jetzt mit zum Adventsbacken. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zum adventlichen Backen bei uns im Erzbistum. Ich bin ganz froh und glücklich, Carmen Materi-Meding mit in der Küche begrüßen zu dürfen. Sie ist Diözesanbaumeisterin bei uns im Erzbistum. Welches Projekt haben wir uns ausgedacht? Die Bartholomäuskapelle nördlich vom Dom. Und zwar als Lebkuchenhaus. Wir fangen so an, dass wir drei Zutaten erst einmal auf dem Herd miteinander erhitzen und schmelzen lassen. Die Butter, dann den Zucker dazu. Das Mehl, dazu kommt Salz und Lebkuchengewürz, das haben wir hier schon gemischt. Das riecht schon toll. Ja. Meine Söhne, mit denen ich früher auch viel vorweihnachtlich gebacken habe, die sind jetzt, fühlen sich zu alt dazu, mit ihrer Mutter jetzt zu backen. Für mich ist es immer der Horror, mit Kindern zu backen. Weil da ist zu viel Zuckerguss da, die Plätzchen sind so groß, dass sie nicht gar werden, weil dann irgendwie alle in so einen Wahn geraten. Wie lief denn das bei euch zu Hause ab? Ja, ich hatte immer eine gewisse Vorstellung, wie es nachher aussehen soll. Mhm. Aber meine Kinder haben das natürlich immer total anders gemacht. Die Hauptsache ist, es ist nachher genießbar. Ja, und die Küche war dementsprechend natürlich immer ein Chaos zum Aufräumen. Im das Risiko muss man einkalkulieren. Und in der Zeit, in der das ein wenig abkühlt, haben wir Gelegenheit, uns schon mal um den Bauplan für unsere Kapelle zu kümmern. Keine Angst, zu Hause braucht man sich keine Baupläne besorgen. Man sollte sich nur wirklich Schablonen anfertigen, damit nachher auch alles gut passt und der Teig die richtige Form bekommt. Und das ist dann im Grunde ja das, was du eigentlich auch tagtäglich tust. Baupläne zeichnen und dann Häuser bauen für die Kirche oder Kirchen. Mittlerweile kümmere ich mich mehr um das Baumanagement, um die Bauprojektsteuerung. Das heißt, wenn irgendwo im Erzbistum irgendwas mit Gebäuden los ist, seid ihr da irgendwie mit im Spiel? Gut wäre das, ja. Sehr, sehr talentiert. Oh, danke. Würde es nicht den Priestermangel geben, würde ich dich versuchen abzuwerben als Architekt. Dann hätten wir in der ganzen Diözese Häuser, die wie Lebkuchenhäuser ausschauen. Unsere Masse mit dem Honig, der Butter und dem Zucker ist so weit abgekühlt, dass wir sie jetzt verarbeiten können. Das heißt, wir tun die jetzt gleich direkt mit hier in den Teig. Zuerst kommen aber noch die beiden Eier mit da rein. Das ist jetzt mit Kindern der Zeitpunkt, wo total genascht wird und man aufpassen muss, dass überhaupt noch genug Teig übrig ist. Aber das passiert ja jetzt mit dir nicht. Nee, ich habe nämlich beide Hände nicht frei. Kann man zu Hause auch, wenn man ein bisschen überschüssige Energie hat oder gerade irgendwie mal was hat, wo man reinschlagen möchte, gerne so einen Teig nehmen. Das hilft. Vielleicht sollte ich mir bei der Arbeit immer so ein Stück Teig neben dem Schreibtisch vorbereitet. Das kann ich grundsätzlich nur empfehlen. Genau. Wenn man den einmal durchgeknetet hat, dann wird er schon wieder ein bisschen weicher. Habt ihr denn beim Backen in der Familie auch immer dabei gesungen, Musik gehört? Ja. In der Weihnachtsbäckerei. Bis es aus den Ohren rauskam. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Wir lassen das auch mit dem Singen jetzt. Gib dir das mal rüber. Kannst du schneiden und ich kümmere mich um den Rest. Darf ich auch naschen? Nein. Ja, sicher.
Den Teig in den Ofen bei 190 Grad, wie schon gesagt, auf der mittleren Schiene, ungefähr so 15 Minuten. Man muss mal gucken, das kommt immer darauf an, wie dick man ihn jetzt ausgerollt hat. Er darf schon ein bisschen Farbe bekommen, dann ist er auch umso stabiler nachher und eignet sich gut als Baumaterial. Alle unsere Sachen sind bereit. Wir brauchen aber noch etwas, das das ganze Bauwerk zusammenhält, den Mörtel sozusagen. Das ist der Zuckerguss, die Zuckerglasur. Noch ein wenig Eiklar, Puderzucker. Gib mal einfach nach und nach so viel dabei, bis es die Konsistenz hat, dass so Häkchen dann auch oben stehen bleiben, wenn man mit dem Finger einmal durchgeht, dass er nicht auseinanderläuft. So, wenn man das jetzt rausholt, dann sieht man schon, dass das Ganze seine Kontur behält und damit ist es fertig. Wir brauchen ein bisschen von unserem Mörtel. So, jetzt halte ich das hier fest und wir brauchen eine Wand. Genau. Ich halte es auch nochmal fest. Also da ist es wirklich gut, wenn man kein Problem. Nicht wackeln. Nicht lachen. Soll sie hier anstoßen oder soll die Platte hier anstoßen? Bin ich Baumeister? Gut, dann machen wir es außen. Brauchen wir ein Lot? Also ein Konditor braucht es nicht. Ach, wenn das der mein Werk noch sehen könnte. Ne? Jetzt kommt das Spannende. Das Dach. Ich merke, so still wie wir geworden sind, wir sind wirklich unter Anspannung, dass das hier gut wird. Es gucken ja welche zu. Das Dach hält. Jetzt geht es darum, dem Ganzen von außen noch etwas Schmuck zu verleihen. Und damit wir das gut machen können, damit du ganz filigran arbeiten kannst, drehen wir beide uns jetzt erstmal eine Tüte. Man kann sich einfach aus Backpapier so kleine Dreiecke ausschneiden. Und dann brät man sich daraus einen kleinen Mini-Spritzbeutel sozusagen. In der Zwischenzeit versuche ich mal, dem Dach ein bisschen Farbe zu geben. Was tatsächlich an allen Ecken machen. Man könnte auch sagen, das ist das Auge ergänzt die fehlenden Sachen. Ja, da hätten wir auch nur die Eier und das Mehl da hinlegen müssen. Okay, okay, okay. Nee. Leben ohne Backen ist möglich, aber sinnlos. Da steht sie, unsere Kapelle aus Lebkuchenteig. Was meinst du, wie ist sie geworden? Wir können stolz sein, gute Arbeit. Wir werden sie nicht selber essen. Was machen wir damit? Ja, diese Kapelle hat auch für manche Menschen deshalb eine besondere Bedeutung, weil sie in sehr kalten Winternächten da Zuflucht und Obdach erfahren, weil die Tür in diesen Nächten aufgeschlossen wird. Und denen sollten wir das Ganze übergeben. Die sollten es naschen. Und deswegen kommt unsere Lebkuchen-Bartholomäus-Kapelle ins Gasthaus. Das ist der Ort, wo diese Menschen in Paderborn seit einigen Monaten jetzt Obdach und Aufenthalt nehmen können. Ihnen viel Freude, wenn Sie zu Hause selber mit Lebkuchenteig Häuser erstehen lassen. Eine gute Adventszeit. Seien Sie gesegnet. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass du dich drauf eingelassen hast. Gerne. Die Adventszeit ist auch eine besondere Zeit für Musikerinnen und Musiker, einfach weil es jetzt sehr viele Konzerte gibt. Eigentlich. Denn durch die Pandemie ist die Unsicherheit sehr groß. Was geht, unter welchen Umständen kann man auftreten oder eben vielleicht auch nicht. Das geht auch dem Jugendchor St. Egidius aus Reda-Wiedenbrück so. Lange Zeit konnte man dort nicht proben, musste sich mit Alternativen zufrieden geben. Und die beiden Jugendchorsprecher Judith und Lukas, die sind schon sehr lange mit dabei und die freuen sich natürlich umso mehr, falls es doch jetzt wieder mal Konzerte geben sollte. Wir haben sie bei den Proben begleitet und ja, die Unsicherheit, die schwingt da auch mit. Es ist ein eigenartiges Gefühl für Judith und Lukas. Derzeit sind Proben zwar wieder in Präsenz möglich, aber wie lange noch?
Wir haben die ganze Zeit immer nur für uns selber im Zimmerchen gesungen. Man sitzt danach vor seinem Computer, dass man so ein bisschen dann eingesperrt war. Die Chorprobe findet nun nicht wie zuvor im Jugendhaus statt, sondern in der Kirche. Wir haben ja unsere Proben extra deswegen schon mal hier in die Kirche verlegt, weil hier einfach viel mehr Raum ist. Und wir haben auch tatsächlich organisiert bekommen, dass wir uns vor jeder Probe einmal selber testen lassen. Testen, treffen, Töne üben. Vorm eigentlichen Liedersingen stehen erstmal Aufwärmübungen an. Judith und Lukas sind zwar schon lange mit dabei und mittlerweile Jugendsprecher, umso mehr sehen sie sich nun aber nach normalem Gesangsalltag. Ich freue mich total, dass es jetzt endlich wieder losgeht in Präsenz. Das war wirklich sehr harte anderthalb Jahre, wo man sich eben nie gesehen hat, nie wirklich singen konnte. Also wir hatten zwar Zoom-Konferenzen, wo wir das getan haben, aber das war nie so ganz das Gleiche. Wir haben irgendwie dann immer alleine gegen diesen Bildschirm gesungen, weil wenn wir zu viele Mikrofone anhatten, dann wurde es viel zu unübersichtlich und zu laut. So gesehen ist es wirklich schön, dass das jetzt wieder alles losgeht und dass wieder so ein voller Raum hier ist. Das war auch ewig, glaube ich, nicht mehr so. Jetzt auch mit neuem Kantor. Der frühere ging nach 42 Jahren in den Ruhestand. Ich habe den anderen Chorleiter von der klein auf miterlebt. Und mir macht das Singen total viel Spaß. Ich mag es auch gerne, dann jetzt den neuen Chorleiter und das neue Personal zu unterstützen, dann in der Arbeit. Und bis jetzt ist das super. Also wenn das so weiter bleibt, ist schon super. Ja. Ich erhoffe mir wirklich, dass wir ein paar neue Leute bekommen, die bei uns mitsingen. Ein paar mehr Männer. Wir sind gerade zu zweit. Wenn wir dann noch mit der Erwachsenenchor singen, dann sind es wieder ein paar mehr. Gerade die Männer, die fehlen uns ein bisschen. Seit Oktober neuer Kantor nun, Christian Ortkrass, damit einer der wenigen Leuchtturmkirchenmusiker. Noch einmal von More Candles. Eins, und. Auf die Leuchttürme im Erzbistum Paderborn kommt laut Ortkrass eine besondere Aufgabe zu. Mit hohem Anspruch, den kulturellen Auftrag als Chor- und Kirchenmusiker auszuüben und das nach außen auszustrahlen. Einmal Sopran und Alt, das haben wir am Samstag auch schon geprobt. Eins, und. Viel besser. Versucht es noch ein bisschen präziser zu setzen. Ich habe eigentlich gesagt, wenn ich hier anfange, möchte ich, dass ganz Wiedenbrück singt. Das ist so mein Anspruch. Das ist natürlich eine Utopie, aber auf das versuche ich dann hinzuarbeiten. Wir müssen uns an dem orientieren, was die Wirklichkeit mit sich bringt und was die Lebensrealität der Jugendlichen und auch der Menschen heutzutage ist. Durch die letzten Jahre hinweg ist es immer weniger geworden. Gerade bei den Jugend- und den Kinderchören konkurrieren dann andere Aktivitäten, Instrumentalunterricht oder Sportunterricht, dann mit der Chorarbeit und natürlich auch dann die Belastung, die in der Schule immer mehr zunimmt, macht es immer schwieriger, Kinder und Jugendliche für die Chorarbeit zu gewinnen. Die Kinder- und Jugendchöre von St. Egidius konnten keine neuen Sängerinnen und Sänger aufnehmen. Dass derzeit Proben wieder möglich sind, sorgt aber spürbar für Euphorie. Alt, Sopran, Bass, wenn man das alles mal wieder in seiner ganzen Fülle hört und auch die Orgel, die wir hier haben in der Kirche, wenn man die auch mal wieder hört, das ist irgendwie irgendwo so ein Gefühl fast von Heimat. Das ist irgendwie so ein ganz warmes Gefühl, würde ich sagen. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen ist aber ungewiss, wie es in nächster Zeit weitergeht. Es ist doch sehr zermürbend. Man möchte als Kirchenmusiker eigentlich Musik machen und sich auf die Musik konzentrieren, das ist schon eigentlich ausreichend an Arbeit. Kantor und Chor müssen also wieder bangen, besonders um das Adventskonzert. Das wäre mir auch persönlich sehr wichtig, weil ich das sehr, sehr schade fände, wenn vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, was eigentlich immer so die Hochzeit des Chores ist, alles wieder ausfällt, die Christmette oder unser Adventskonzert.
oder eben auch das Singen auf dem Christkindlmarkt. Das sind ganz viele tolle Events und es wäre sehr schade, wenn das alles nichts werden würde. Ein Plan B steht schon. Zur Not soll das Konzert auf dem Kirchplatz statt in der Kirche stattfinden. Die Kinder- und Jugendchöre St. Egidius hoffen jedenfalls, dass sie weiterhin zusammen singen können. Bei den Proben, auf dem Adventskonzert und auch auf dem Christkindlmarkt. Die Adventszeit, das ist die Zeit des Vorbereitens und des Erwartens. Denn an Weihnachten mit der Geburt Christi wird Gott Mensch. Kein großes Feiern, sondern eigentlich eine eher stille Zeit, so wie hier auch im Jugendhaus Haderhausen bei Warburg. Umso wichtiger ist es, sich auch einmal mit der Frage zu beschäftigen, was die Adventszeit spirituell bedeutet. Und genau damit haben wir unseren Reporter Tobias Schulte losgeschickt. Wie können wir die Adventszeit spirituell begehen und uns vorbereiten? Sich auf Weihnachten vorbereiten. Wie das geht, das entdecke ich heute zusammen mit Ann-Christine Itzig. Du bist Referentin für spirituelle Angebote im Paulus-Kolleg und wohnst hier am schönen Möhnesee. Wobei heute ist es eher nieselig und kalt. Passt das eigentlich in deine Adventsstimmung rein? Ach ja, warum nicht? Also ich persönlich empfinde den Advent nicht immer nur so ganz romantisch im Kerzenschein und mit einem Tee in der Hand. Ich empfinde ihn durchaus auch hektisch und stressig und dann passt das Wetter vielleicht heute ganz gut. Okay, dann lass uns vielleicht noch mal eine Runde einfach an den See gehen. Ja, gerne. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie kann ich auch vielleicht jedes Jahr neu den Advent für mich entdecken als besondere Zeit? Ist ja irgendwie auch, kann ja auch die Gefahr laufen, dass es immer dasselbe so ist. Ich frage mich das oft, wie kann ich diesen Advent noch mal ganz neu entdecken? Advent, Adventure liegt ja irgendwie so nah, Abenteuer, aber ist es wirklich jetzt noch ein Abenteuer? Also manchmal ecke ich mit dem Advent dann regelrecht an, weil ich denke, was sagst du mir eigentlich noch Neues? Und wie kann es ein Abenteuer werden? Ich frage mich tatsächlich immer, mit welcher Sehnsucht bin ich dieses Jahr unterwegs? Und gut, jetzt sind anderthalb Jahre dieser Pandemie liegen hinter uns. Und ich habe schon eine große Sehnsucht, wieder vermehrt mit Menschen in Kontakt zu kommen natürlich. Und also wirklich, nicht nur alles digitalisiert. Und habe mir das tatsächlich so vorgenommen, den Kontakt zu halten. Und es geht natürlich nicht persönlich in diesem Winter, so wie wir uns das vorgestellt haben. Aber Briefe schreiben, finde ich ja, so, auch wenn es sich so retro anhört. Briefe schreiben, telefonieren tatsächlich. Du hast gerade Weihnachten schon angesprochen. Erlebst du Weihnachten als Mutter denn anders, als du es vorher erlebt hast? Ja, schon. Also klar, das bleibt nicht aus, wenn man, also meine Kinder sind 5 und 6, meine Töchter, und die sind jetzt in so einem Alter, da ist alles super spannend. Und da funktioniert natürlich auch noch so dieser Zauber der Weihnacht und der Wunschzettel. Ich denke, dass er heute oder morgen sich auf den Weg macht, dass der Engel ihn dann holt. So haben sie sich das alle zurechtgelegt und es sind dann zum Weihnachtsfest, wenn das Christkind kommt und man schaut, ja, was von den Wünschen auch in Erfüllung geht. Christine, du begleitest ja auch junge Menschen, zum Beispiel im Paulus-Kolleg in Paderborn. Was gibst du denen damit auf den Weg, wie die ihre Adventszeit neu gestalten können, wie die vielleicht auch ihre Sehnsucht da ein bisschen der nachgehen? Die Erfahrung lehrt, dass es im Paulus-Kolleg super spannend ist, dass dort ganz, ganz viele kreative Köpfe sind und wir ihnen eigentlich den Raum einfach nur eröffnen und sie einladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen über ihre Adventszeit. Cool, dann schaue ich da mal im Paulus-Kolleg vorbei. So, nächste Station, Paulus-Kolleg. Hier treffe ich jetzt gleich Florian und Andrea und die beiden frage ich mal, wie die Adventszeit gestalten. Hi zusammen. Hi. Grüßt euch. Ihr habt mich hier ins Paulus eingeladen, weil wir gemeinsam in den Advent starten wollen. Was können wir denn machen? Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Glühwein an, um in die Stimmung zu kommen.
Florian, was gehört für dich denn zur Adventszeit dazu? Was für eine Stimmung? Ja, ich würde schon sagen, so eine gemütliche Stimmung. Es wird ja draußen auch langsam kälter. Und dann ist, finde ich, ja, so Glühwein oder so ein Kakao mit, vielleicht auch mit Schuss, genau das Richtige. Und so die Besinnlichkeit mit Freunden. Advent ist ja noch mehr als Glühwein, ja? Also wie bereitest du dich auch persönlich darauf vor? Zum einen irgendwie sind es so Rituale, Plätzchen backen mit Freunden, aber auch ja, mal eine Andacht oder irgendwas, dass man sich thematisch mit der Geburt Christi beschäftigt. Sagt mal, ihr beiden, das ist natürlich jetzt schon relativ, sag ich mal, oberflächlich für den Advent. Also klar, das ist Gemeinschaft, das ist gemütlich, zusammen hier einen Glühwein zu trinken. Wie entdeckt ihr denn, sag mal, das Tiefergründige, das Tiefergehende, was im Advent eigentlich passiert? Sich darauf vorbereiten, dass Jesus immer wieder neu in unsere Welt kommt. Also auch das Warten und ja, das Beten und Meditieren. Was bedeutet warten oder erwarten für dich? Ich finde, das ist schwierig zu sagen. Ich finde, also warten ist ja nicht nur nichts tun. Warten ist sich ja auch sich auf irgendwas freuen. Du hast schon beten und meditieren gesagt. Geht ihr denn auch mehr in euch so in der Adventszeit? Nehmt euch mehr Zeit für das Gebet? Diese Gemeinschaft ist ja auch, kann auch eine Form von Gebet sein und nochmal reflektieren und auch danken dafür, was man erlebt hat. Genau, und ich glaube, dass ihr gerade hier im Haus natürlich auch eine schöne Gemeinschaft habt. Jetzt habt ihr mir vorher schon gesagt, wir müssen noch ein bisschen den Meditationsraum gleich herrichten. Wofür denn? Genau, wir machen da heute Abend ein TC-Gebet, wo man ja auch nochmal in sich kehren kann und nochmal reflektieren, danken. Und da müssen wir noch was vorbereiten. So langsam beginnt sie auch wieder, die Suche nach dem richtigen Baum. Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht schon einen Christbaum bei sich zu Hause stehen und wieder andere, die schmücken vielleicht nur den Baum im Garten oder direkt vor der Haustür. Klar ist aber auch, jetzt in der kalten Jahreszeit ist die Zeit der Holzernte. Und nach schweren Stürmen oder auch Unwettern geht es nicht nur um die reguläre Holzernte, sondern dann eben auch um anderes Gehölz, was aus den Wäldern entfernt werden muss. Das ist manchmal schwieriger als gedacht. Es sei denn, man hat Unterstützung auf vier Beinen. So wie Gerd Aschhoff aus Schloss Holte-Stukenbrock mit seinem Rückgefährt. Nur die Bäume, sein Pferd und er selbst. Wenn Gerd Aschhoff im Wald unterwegs ist, ist das für ihn nicht nur Arbeit. Wenn das gut klappt und eine gute Arbeit ist, ist es einfach total zufriedenstellend. Ich arbeite schrecklich gern mit Pferden. Schon als Kind habe ich das gemacht. Und wenn sowas richtig gut klappt, das Pferd funktioniert, das Holz ist passend, der Wald ist gut, das macht einfach Spaß. Am besten das Handy ins Auto schmeißen und einfach arbeiten. Schön hoch. Schon von klein auf arbeitet Gerd Aschhoff mit Pferden. Mittlerweile seit vielen Jahren auch bei der Holzernte. Mit Pferd Adam zieht er selbst große Stämme scheinbar mühelos aus dem Wald. Die Arbeit mit Rückepferden ist aber mehr als nur Nostalgie und Romantik. Mit Rückepferden erreicht man einen größtmöglichen Bestandsschutz, also die verbleibenden Bäume werden größtmöglich geschont, weil wir uns im Zickzack dadurch bewegen können, was eine Maschine manchmal nur bedingt kann. Und wir erreichen eine sehr hohe Bodenschonung. Wir haben hier quasi nur Schleifspuren, wir haben aber nicht tief in den Waldboden eingegriffen. Die Schleifspuren haben sogar noch den Vorteil, dass wir vielleicht die ein oder andere Eichel passend einarbeiten, sodass sie wieder keimen und zu einem neuen Baum werden kann. 800 Kilogramm schwer und jahrelang ausgebildet, steht Kaltblüter Adam bei der Holzernte für Nachhaltigkeit. Rückepferde wie er können die Arbeit der Maschinen zwar nur unterstützen, dennoch ist ihr Einsatz gerade beim Durchforsten von Wäldern gefragt. Der größte Schaden an dem Waldboden passiert eigentlich durch angetriebene Räder, die sich so richtig tief dadurch
Müllern, sagt man hier bei uns im Ostwestfälischen. Dann sehen Sie so tiefe Spuren und die sind quasi wie mit einer Säge da reingequetscht. Und das sind eigentlich die Bodenverdichtungen und die Senken, die wir nicht wollen. Da sammelt sich Wasser drin, da wächst hinterher eigentlich wächst nur Brombeeren und irgendwelches Zeug drin und Binsen. Eigentlich das, was der Waldbesitzer nicht so gerne hat. Dann suchen wir uns jetzt noch mal einen dicken, einen Stamm und dann geht das los. Zurück. Der große Vorteil von Rückepferden? Sie sind wendig und können sich auch querfeldein bewegen. Besonders die querliegenden Bäume sind deshalb wie gemacht für tierischen Einsatz. So können Mensch und Pferd zu großen Maschineneinsatz verhindern und damit unsere Natur ein Stück weit schützen. Dazu brauchen Gerd Aschoff und Adam ein besonderes Vertrauen zueinander. Das sieht manchmal recht leicht aus, aber man muss wirklich sehr konzentriert sein, um auch Pferd und Mensch nicht zu verletzen und die Arbeit gut zu machen, aber man ist in einer anderen Welt. Steh. Die Schöpfung bewahren. Auf eine ganz eigene Art und Weise. Gerd Aschoff und sein Kaltblüter Adam beweisen, wie Mensch und Tier gemeinsam etwas für die Nachhaltigkeit tun können. Natürlich haben wir auch in dieser Ausgabe einen unserer Hidden Places, unserer versteckten Orte für Sie. Und diesmal geht's nach Höxter. Dort steht das 1200 Jahre alte ehemalige Benediktinerkloster Corvey. Das ist ja seit 2014 auch Weltkulturerbe der UNESCO. Vor Ort gibt es das älteste und einzige fast vollständig erhaltene karolingische Westwerk der Welt. Westwerk, das ist so ein Bauteil des Kirchengebäudes. Und es gibt natürlich noch jede Menge andere archäologische Relikte aus der Karolingerzeit dort. Ein echtes Wahrzeichen also, an dem man mit Sicherheit das ein oder andere Versteckte entdecken kann. Wir nehmen Sie jetzt mit nach Corvey, wie Sie es mit Sicherheit noch nicht kennen. Verehrte Gäste, herzlich willkommen hier in Corvey. Ich bin Josef Kowalski. Ich bin hier im Kirchenvorstand und es ist mir eine Freude, Sie mit mir zu nehmen auf einen Spaziergang in dieses Westwerk, in die Kirche hinein, an einige verborgene Orte, deren Geschichte ich Ihnen erklären möchte. Kommen Sie einfach mit. Verehrte Gäste, dies ist wirklich ein verborgener Ort, der eine ganz besondere Geschichte hat. In dieser Öffnung, die wir hier sehen, war früher eine Chororgel. Und diese Chororgel steht heute in einem Nachbarort. Und es war ja eine Öffnung dann hier, und man sieht ja hier auch eine Kniebank, eine gepolsterte, konnte natürlich auch hier dann der Bischof am Gottesdienst teilnehmen. Wir nennen sie auch die Abtsloge oder die Fürstenloge. Das ist schon ein besonderer Ort, an den der normale Tourist und Gast nicht kommt. Also wir gehen jetzt hier den Nordturm im Westwerk herauf und wir sehen hier in diesen freigelegten Flächen Putz aus dem 9. Jahrhundert, karolingischer Putz. Wir sind hier schon ziemlich weit im Nordturm heraufgeschritten und stehen jetzt im Glockengestühl. Und dieses Glockengestühl ist ein historisches Glockengeläut. Sie sind entstanden von 1584 bis 1782, also ungefähr 200 Jahre. Die Vitusglocke, die größte da hinten, dann die Benediktusglocke, die Marienglocke und die letzte Glocke nach Mönchen der Ursprungszeit des 9. Jahrhunderts benannt.
Und diese Glocken läuten auch vor jedem Gottesdienst und vor jeder sakralen Feier. Dann kann man diese wunderbare Corbeyer Glocke auch hören. Wir sind auf den Hochaltar zugeschritten, der noch einmal alles zusammenfasst, was Corvey an Geschichtlichkeit und geistiger Substanz ausmacht. Wir sehen links Karl den Großen, den Visionär für Corvey. Wir sehen seinen Sohn Ludwig dem Frommen, den Gründer von Corvey. Er trägt ja auch die Kirche. Wir sehen in der Mitte die beiden Patrone unserer Kirche, St. Stephanus und St. Vitus, deren Reliquien in unserer Kirche aufbewahrt werden. Und eine Besonderheit am Hochaltar ist gewiss das zentrale Mittelbild. Es zeigt die Szene der Maria Himmelfahrt. Und zu diesem zentralen großen Ölgemälde in der Mitte des Altars gibt es eine besondere Geschichte. Und die erkläre ich Ihnen jetzt in der Sakristei. Wir sind jetzt hier in der Sakristei. Und jetzt sehen wir dieses Bild, das wir von vorne gesehen haben, von der Rückwand her. Und dieses Bild, das ist das Besondere, wird ausgewechselt im Zuge des Kirchenjahres. Schlüsselereignisse des christlichen Glaubens. Wir gehen auf die Adventszeit zu. Demnächst werden wir dort eine Weihnachtsszene sehen. Der Karfreitag, die Auferstehung und die Pfingstszene. Die Auferstehungsszene allerdings ist bei der Sprengung der nahen Weserbrücke zerstört worden. Liebe Gäste, hier endet unser Spaziergang durch Corvey. Hidden Places haben wir aufgesucht, verborgene Orte und ihre spezielle Geschichte erfahren. Ich hoffe, dass Sie einen Eindruck von Corvey mitnehmen konnten. Vielen Dank für Ihren Besuch. Das war es auch schon wieder von uns mit Libori TV. Wir hoffen, Sie kommen gut und vor allen Dingen gesund durch diese Adventszeit. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am 4. Advent mit der nächsten Ausgabe von Libori TV. Ja, und wie es dann in Sachen Pandemie aussieht, das weiß heute natürlich noch keiner. Ob die Weihnachtsmärkte dann noch geöffnet sein können oder vielleicht schon wieder geschlossen sind, das werden wir sehen. Dennoch wollen wir Ihnen jetzt so ein ganz klein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling noch einmal nach Hause bringen. Machen Sie es gut! Und hoffentlich bis zum 4. Advent.